Ja, ich habe mir mal einen schönen neuen Winkelschleifer gekauft und man kann natürlich mit so einem Winkelschleifer schleifen. Das mache ich sehr gerne mit diesen schönen Schleifscheiben. Man kann das schön mit einer Millimeter-Trennscheibe trennen. Und was ich auch noch richtig genial finde, ist, wenn man mit so einer rotierenden Drahtbürste arbeitet. Aber so ein Winkelschleifer kann natürlich noch viel, viel mehr. Und ich habe zum Beispiel immer so Spezialscheiben hier. Die haben Schleifpapier und Schleifvlies, kriegt man eine richtig tolle Oberfläche mit hin. Ist auch was Besonderes, aber es gibt natürlich auch noch viele andere coole Sachen. Ganz kurz mal zu dem Winkelschleifer. Ein WEV 15 125 Quick, 1550 Watt, Drehzahl reguliert, also ich kann die Drehzahl regulieren, nahezu unzerstörbar. Ich habe da schon mehrere von im Einsatz hier. Und die funktionieren richtig, richtig gut, sind qualitativ richtig gut. Jetzt wollte ich mir unbedingt noch mal einen holen, der Drehzahl reguliert ist. So ein Ding kostet, glaube ich, 130, 139 €. Dafür kriegt man richtig gute Qualität. Man hat hier oben eine Quickmutter, also das heißt, man braucht auch keinen Schlüssel mehr. Ich bin sowieso so ein relativ schussliger Typ. Darum ist es für mich natürlich deutlich besser, wenn ich immer das Ganze mit so einer Quickmutter öffnen kann. Und die Schutzhaube kann man hier einfach einrasten lassen, ja, und kann sie dann verstellen, wie man will. Das ist kein High-End-Winkelschleifer, das ist einfach ein funktionierendes, gutes, qualitativ hochwertiges Werkzeug, was richtig langlebig ist und gut funktioniert. Hat hier noch so einen vibrationshemmenden Griff dabei. Und viel mehr gibt es zu dem Gerät eigentlich nicht zu sagen. Aber wir wollten uns ein paar coole Sachen angucken, die man mit diesem Winkelschleifer machen kann. So. Und ich habe so ein paar Sachen, die ich immer schon mal ausprobieren wollte, habe ich mir besorgt, beziehungsweise hatte ich hier. Und das will ich heute mit euch zusammen einfach mal machen. Ich denke mal, da ist für jeden mehr oder weniger was dabei. Ich habe ein paar richtig interessante Sachen, ein paar Sachen, die habt ihr so in der Form bestimmt noch nicht gesehen. Und andere Sachen, da sagt jeder, das kenne ich aber schon. So, erste Sache, ich habe mir einfach mal so ein Dorn hier bestellt. Kostet schlanke 20 €, 19,50 €, 19,80 €, habe ich bei Expondo mal bestellt. Und da hat man diesen Dorn, hat hier die Verschraubung, hier unten M14er Gewinde. Und damit kann ich den hier einfach aufschrauben. Ups, muss diese Quickmutter lösen, diese Untermutter. Und dann kann ich diese Schleifwalzen nutzen und kann das Ganze richtig, richtig schön als Satiniermaschine benutzen. Satiniermaschine, die perfekte Sache für alle, die Edelstahl verarbeiten wollen, für alle, die schöne, saubere, glänzende Oberflächen haben wollen. Das kann man hier wirklich richtig gut mit herstellen, beziehungsweise nacharbeiten, nachpolieren und so weiter. Ist eine Satiniermaschine wirklich eine Top-Sache. So, ich habe hier diese beiden Federn, die in die Nuten reinkommen, die die Walze dann auch wirklich richtig gut mitnehmen. Die sind ein bisschen locker. So, man guckt die Schrift immer oben, hat man die richtige Drehzahl. Das ist auch natürlich wichtig, ne? Wie gesagt, 20 € und man hat aus seinem Winkelschleifer eine Satiniermaschine gemacht. Man hat nicht noch eine Maschine in der Werkstatt. Ich selbst habe auch eine richtige Satiniermaschine. Aber wie gesagt, gerade wenn man auch mal irgendwo hin will, braucht man nicht immer mitnehmen. Kann man hier noch so ein bisschen festziehen. Und man hat eine Satiniermaschine. Nachteil ist jetzt natürlich, wenn ich den Griff hier oben ranbringe oder so, habe ich natürlich keine richtige Kraft. Es gibt dann auch extra noch so Halterungen mit so einem Schutz und so weiter. Und ja. Kann man sich kaufen, muss man aber nicht. Ich habe mir eben einfach mal auf die Schnelle sowas gebastelt. Das sieht dann einfach so aus. Ich habe hier ein Gewinde gemacht, ein M8er Gewinde, ein Bolzen. Gewinde habe ich nicht gemacht, ein M8er Gewinde, Bolzen habe ich genommen. Habe hier so eine kleine Haube angeschweißt, habe mir einfach so ein bisschen zurechtgedrückt. Und das ist einfach nur ein Flachmaterial. Hier oben auch ein Gewinde drin, da passt dann der Griff rein. Ja? Und wenn ich das dann so montiere, dann bin ich genau über dem Bolzen mit der Kraft. Ich habe hier zusätzlich noch einen Schutz und kann dann wirklich einfach schön mit der Maschine arbeiten. Und der große Vorteil, ich habe hier ein qualitativ hochwertiges Werkzeug. Das hat keine Vibrationen, also es hat einen sehr vibrationsarmen
am Motor, der läuft schön ruhig, genau so kann man es am besten ausdrücken. Die Maschine hat richtig Kraft. Ich kann hier noch so drücken. Ich schaffe das nicht, diese Maschine anzuhalten, ja? Und kann dann auch wirklich richtig damit arbeiten. Es gibt mittlerweile viele Satiniermaschinen, man kriegt die schon so 60, 70, 80 €, manche sind auch teurer. Die haben dann teilweise eine relativ geringe Wattzahl, ein geringes Drehmoment. Hier hat man richtig Kraft, eine richtig gute Maschine und man kann damit super arbeiten. Sollte man echt, wenn man so einen Winkelschleifer hat, die 20 € mal ausgeben. Und das, wie gesagt, so ein Flachmaterial kann man sich selber bauen. Manche gehen dann hier wirklich dran, ja. Das geht bei der Maschine zum Beispiel nicht, weil ich hier dann diese Arretierung hier und so weiter habe. Das passt dann meistens nicht, was die meisten Hersteller angeben. Da ist der Abstand hier auch relativ gering. Darum kann man hier nur eigentlich empfehlen, dass man sich sowas bastelt. Und das ist auch wirklich völlig kein Problem. Ich will das mal ganz kurz rüsten und dann wollen wir einfach mal versuchen, damit zu schleifen. Und das ist so die erste Sache, die ich wirklich jedem empfehle, der so einen Winkelschleifer hat. Ne? Drehzahl reguliert natürlich, schöne Schleifwalzen. Die Schleifwalzen gibt es natürlich in so einer Form hier. Das heißt, es ist so ein Schleifvlies und Schleifpapier. Und dann habe ich hier nur Schleifpapier. Die gibt es in verschiedenen Körnungen. Das ist mal 120er Körnung. Da habe ich auch einen gewissen Abrieb mit. Ja. Und dann gibt es die natürlich in nur Schleifvlies, für die, die richtig polieren wollen. Und da gibt es dann ganz feine Schleifwalzen. Ich nutze immer hier diese von Klingspor. Die sind wirklich von der Qualität her super und vom Verbrauch auch sehr arm. Ich denke mal, so eine Schleifwalze, so eine kostet auch so um die 20 €. Also wenn man sich da ein, zwei von holt, ist man gut abgedeckt, sehr langlebig. Und man hat eine richtig geile Schleifmaschine, mit der man wirklich dann richtig coole Oberflächen gestalten kann. Hier hatte ich die Tage mal ein bisschen gebürstet. Das kann ich nochmal gleich ein bisschen nachbürsten. Ja, und schon habe ich eine richtig coole Satiniermaschine. Das hätte ich hier noch ein bisschen schöner abkanten können und runden können. Das mache ich sicherlich noch. Und mit der kann ich richtig, richtig gut arbeiten. Sieht man hier alles, ne? Sieht gut aus. Und wir machen es mal an. Ich wähle Drehzahl. Wir haben 6, ich wähle mal so 4. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Kann man immer noch mal so ein bisschen aus. Abwischen hier hat man einen richtig schönen Schliff da drin und wir können richtig gute Edelstahlflächen, Oberflächen bearbeiten. Man kann da alles irgendwo mit nachschleifen, nachbürsten und so weiter. Hat man tolle Möglichkeiten mit so einem Gerät. Gleichzeitig nutze ich das auch immer sehr gerne, dass ich so ein Gerät mir dann einfach, ich habe die Möglichkeit, das Ganze hier zu arretieren. Das heißt, ich kann. Ich kann das Ganze einschalten und kann das Ganze dann auch wirklich festmachen. Und dadurch habe ich natürlich auch die komfortable Möglichkeit, dass ich mir das Ganze hier einfach so an die Seite ranspanne und kann dann damit arbeiten. Beziehungsweise ich kann es mir in den Schraubstock spannen. Das ist noch besser, dass ich es einfach hier in den Schraubstock spanne und dann kann ich damit auch schleifen und kann das einfach nutzen. Und kann zum Beispiel mit so einem Stück, wenn ich das nicht mehr richtig einspannen kann, richtig gut darüber gehen. Ich kann zum Beispiel Rohre polieren, Rohre entgraten. Also kann man richtig gut nutzen. Ist auch eine super Sache. Werde ich jetzt mal machen und dann zeige ich euch das an.
Dabei ist natürlich wichtig, ich würde es immer im Schraubstock einspannen. Das geht wirklich besser. Ich habe es jetzt hier einfach an den Tisch gespannt, funktioniert aber auch. Wie gesagt, wenn man sowas macht, nicht mit zu hoher Drehzahl arbeiten. Ich bin jetzt hier bei 2. Und dann ist auch immer die Sache, wenn ich hier so mitgehe, von wegen, ich gehe immer gegen den Schliff, ja, führe immer so rein, das funktioniert problemlos. Wenn ich hier mitarbeite, dann komme ich irgendwann in dem Bereich, da kriege ich hier zusätzlich Schwung und dann haut es mir so ab. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Aber ansonsten ist das hier eine gute Sache. Schutzbrille sollte man beim Schleifen natürlich immer tragen und dann kann man hier wirklich richtig gut arbeiten. Kann hier richtig gut Flächen bearbeiten, kann hier wirklich auch mal rüberziehen mit der Hand oder so. Immer natürlich mit der nötigen Vorsicht. Man kann hier auch Sachen entgraten und so weiter. Könnte ich jetzt mal jum. Wenn man mal richtig viele Sachen hat zum Entgraten, wenn ich hier 20 Schnitte mache und so weiter, dann kann ich mir das hier auch so aufbauen, kann das ja hier mitmachen und könnte das ja genauso theoretisch hier mitmachen und kann dann hier richtig schön dran arbeiten. Also ist auch eine richtig coole Sache, was man mit einem Winkelschleifer und so einem schönen Dorn machen kann. Ich habe sogar 2 davon und ich habe sogar vor längerem mir schon mal einen bestellt. Das ist dann so ein kleiner. Dafür gibt es dann auch diese kleinen Schleifräder. Habe ich auch mal ein Projekt mit durchgezogen. Wenn man es ein bisschen kleiner haben will, gibt es das sogar auch in der Form. Also gibt es eine Menge coole Sachen. Und wie gesagt, die bei eBay, Amazon, ich habe den jetzt von Expondo, gibt es die wirklich für ein Apfel und ein Ei und den Rest kann man sich selber basteln. So, aber man kann den Winkelschleifer nicht nur als Satiniermaschine benutzen, mit diesem coolen Dorn hier, der wirklich nicht die Welt kostet. Man kann natürlich auch noch viel mehr mit dem Winkelschleifer machen. Und ich habe mir gleich nochmal das Gerät hier mit besorgt. Und das ist ein Aufsatz für einen Rohrbandschleifer. So, das heißt, mit diesem kleinen schnuckligen Teil hier wird mein schöner Winkelschleifer ein Rohrbandschleifer. Und wichtig ist natürlich wieder die Funktion, dass ich dieses hier einfach abnehmen kann. Ich muss das jetzt mal ausprobieren. Der ist noch zusammen hier. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Dann kann man hier einfach, kann man das gute Teil hier einfach aufschrauben. Und man hat einen Rohrbandschleifer. Wofür braucht man einen Rohrbandschleifer? Gut. Mit einem Bandschleifer kann man natürlich viel schleifen. Mit einem Rohrbandschleifer kann man speziell Rohre schleifen. Man hat hier diese beiden Arme. Wenn man das gleich auseinander nimmt, kommt das auf Spannung. Dann hat man ein Band, kann man mit dem Band schleifen. Und man kann wie mit einer Zange hier rumgreifen. Und kann dann Rohre wirklich richtig genial schleifen. Wenn ich zum Beispiel Rohre die Oberfläche schleifen will, weil ich Macken drin habe, weil ich Stellen drin habe, weil ich einen anderen Schliff reinkriegen will, weil ich überhaupt einen Schliff reinkriegen will. Wenn ich hier eine Rundnaht habe, wenn ich 2 Rohre, weil es zu lang wird, weil ich nicht lang genug Stücke habe. Wenn ich hier einen Abzweig mache, wenn ich hier einen Krümmer dran mache. Egal, was ich beschleifen will, es geht perfekt mit so einem Rohrbandschleifer. Und wie gesagt, der wird hier einfach aufgeschraubt. Dann hat man hier so ein Verbindungselement. Ja. Das ist der Kumpel hier, genau. Und hier so ein Verbindungselement. Das schraubt man hier einfach ein. Ich mache das jetzt hier mal auf die Schnelle. Und dann hat man hier noch eine Schraube, die kommt dann hier in die normale Schraube meines Haltegriffs rein. Gut. Und man hat hier innerhalb weniger Minuten aus seinem Winkelschleifer, bei mir dauert es jetzt ein bisschen länger, hat man hier einen richtig coolen Rohrbandschleifer gemacht. Die Schrauben sind hier so ein bisschen lang, aber ansonsten ist das eigentlich eine perfekte Lösung. Ja, noch ein bisschen festziehen. Gut, wird hier alles mitgeliefert. Hier sind noch Unterlegscheiben, Muttern habe ich jetzt gar nicht verwendet. Mit einer Mutter kann man das, mit einer Unterlegscheibe kann man das Ganze natürlich hier nochmal kontern. Das ist auch wichtig, wenn man vorhin mal eine Griffvariante nimmt. Ja, wenn man das stabil haben will, ein bisschen länger die M8er Schraube, dann hier nochmal eine dünne Unterlegscheibe und eine Mutter und dann kann man das Ganze kontern. Nur so kriegt man eine gewisse Festigkeit rein. So, ich schraube das hier einfach mal kurz fest. So.
wird hier alles mitgeliefert. So, so sitzt das Ganze stabil. Jetzt kann ich hier oben diesen Griff reinschrauben. Warum da immer ein Griff mitgeliefert wird, das weiß natürlich auch keiner, weil man hat natürlich normalen Griff von seinem Winkelschleifer. Den habe ich hier noch dran montiert. Ne? Könnte man einfach auch den immer nehmen, warum da noch einer mit bei sein muss. Keine Ahnung. Normaler Rohrbandschleifer, sage ich mal, kostet, glaube ich, so ab 170, 180 Euro. Das sind dann aber wirklich keine Qualitätswinkelschleifer oder Qualitätsantriebsquellen, die da verbaut sind. Und hier habe ich dann wirklich einen richtig hochwertigen Winkelschleifer, der richtig Kraft hat, den ich in der Drehzahl regulieren kann. Also wieder dieses gleiche Spiel ungefähr. Ich muss mal gucken, dass hier ist festgemacht. Kriegt man das hier so ab? Ne, muss man so schneiden. Und man hat in 2-3 Minuten seinen Winkelschleifer für relativ kleines Geld. Also das so ein Teil kostet hier 70 Euro. Und hat man den dann in einen Rohrbandschleifer verwandelt. Nachteil bei mir heute ist, darum hoffe ich mal, dass das gleich hier alles auf Anhieb gut funktioniert und ich nicht das Schleifband irgendwo schrotte, dass ich den Durchmesser bzw. das Abmaß, glaube ich, nicht da habe. Spannt sich das hier einfach so? Gut. Darum, wenn hier irgendwas mit passiert, kann ich das nur einmal zeigen. Aber gut, man sieht das Prinzip, ne? Und man kann hier jetzt richtig schön irgendwas umfassen. Je mehr man drückt, desto besser kann man umfassen. Das Ganze hat auch richtig schön Spannung. Das muss auch Spannung haben, weil ich ja auch eine Spannung immer auf dem Schleifband haben muss. Und wenn ich dann richtig drücke, dann kann ich hier wirklich alles zusammendrücken und kann dann richtig ein Rohr umschließen. Ja, und man sieht schon von den Dimensionen her, was für große Rohre. Also man kann hier, glaube ich, bis zu 100 mm mitschleifen. Ich kann mal hier diese Kappe nehmen. Ne? Selbst die könnte man wirklich noch relativ gut, sage ich mal, zu 90% umfassen. Und man kann richtig schön arbeiten mit dem Gerät. So wäre von mir die Position richtig. Und kann dann mit diesem Rohrbandschleifer natürlich geniale Ergebnisse erzielen. Und ich sage mal so, erster Eindruck jetzt von wegen, das spannt vernünftig. Ich habe ja auch einen Rohrbandschleifer, der kostet allerdings so 160, 170 Euro. Wenn ich das jetzt sehe, fühlt sich auch alles nicht schlechter an. Und wie gesagt, richtig gute Rohrbandschleifer, zum Beispiel von Metabo oder von Flex, damit ist das Ganze sicherlich nicht vergleichbar. Die gehen dann gleich 800, 900 Euro. Ne? Aber so für den normalen Hausgebrauch, der gelegentlich mal ein Geländer baut und so weiter, ist das Ganze mehr als ausreichend, denke ich mal. Den werde ich jetzt einfach mal nehmen und damit mal was schleifen und das Ganze mal ausprobieren. Gut, wie gesagt, hier so einen uralten Biegeversuch, den werde ich jetzt einfach mal überschleifen, dass man mal sieht, wie schön das geht. Ich hoffe, das Band hält. Ist 60er Korn, ist natürlich viel zu grob. Ich muss gleich nochmal suchen, ob ich noch ein feineres Band. Aber um zu gucken, dass der Winkelschleifer auch in zwei Schritten, eins anschrauben, zwei anschrauben, drei anschrauben, wenn man das noch sagt, in drei Schritten innerhalb von 5 Minuten zum richtig genialen Rohrbandschleifer wird, ja, denke ich mal, reicht das Band aus. So, wenn wir schleifen hier. Also wie gesagt, Rohrbandschleifer ist super. Das Schleifband, das hier mitgeliefert wird, ist natürlich ein sehr einfaches und man sieht, das löst sich jetzt hier schon auf. Ich habe die Schliffrichtung natürlich beachtet. Das ist immer ganz wichtig bei solchen Schleifmitteln.
Aber wie gesagt, das löst sich hier schon auf. Aber man sieht, man kann damit schleifen. Das sind handelsübliche Schleifbänder. Die kann man sich natürlich überall dazu bestellen. Und wie gesagt, man kann damit wirklich allem einen vernünftigen Schliff geben. Und wenn ich das Ganze so sehe, das Ergebnis sieht aber trotzdem richtig gut aus. Und jetzt schrotte ich das Schleifband nochmal richtig. So, ich habe da noch ein richtig cooles Schleifband, kann ich das nochmal zeigen? So, und wenn man das hier mit sieht, hier kannst du mit schleifen, hier nützt sich so ein bisschen die Körnung mit der Zeit ab. Das ist natürlich normales Schleifpapier, aber das ist ein richtig schönes Qualitätsband von Klingspor. Die verwende ich auch für meinen anderen Rohrbandschleifer. Ich hätte gar nicht gewusst, dass ich das Format auch da habe. Und damit kriegt man jetzt richtig coole Ergebnisse und man kann das, wie gesagt, richtig gut umfassen. Wenn ich so ganz extrem umfasse, schaffe ich, dass das Ganze wirklich durchrutscht. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das mit meinem Rohrbandschleifer durchaus zu vergleichen. Und wie gesagt, schön ist natürlich hier, wenn man sich so einen günstigen Rohrbandschleifer kauft, dann hast du keine Laufruhe in dem Gerät. Den hier, den kannst du wirklich gut festhalten. Die Vibration, die ist wirklich sehr gering. Ich könnte die Schraube hier noch ein bisschen fester anziehen, aber wenn der hier so ein bisschen Spiel hat, so ein bisschen im Gelenk wackelt oder so, das ist auch nicht sonderlich schlimm oder so. So, aber an sich von wegen absolut geniale Sache mit so einem Rohrbandschleifer. Nächste Sache, die man mit dem Winkelschleifer natürlich auch richtig gut machen kann. Problematik ist, es gibt viele Werkstoffe, die lassen sich mit so einer normalen Schleifscheibe relativ schlecht schleifen. Zum Beispiel Aluminium. Was passiert, wenn ich Aluminium schleife? Die Lamellen, die setzen sich zu, die Schleifmittel setzen sich zu und dann kann ich damit nicht mehr schleifen. Ähnliches passiert mir zum Beispiel bei Kunststoff, bei verschiedenen anderen Metallen, zum Beispiel bei Bronze oder Kupfer. Wenn ich Fiberglas oder so schleifen will, überall habe ich Probleme. Und grundsätzlich für Aluminium habe ich mir extra mal diese extra von Rodius, diese Lamellen für Aluminium geholt. Die funktionieren schon richtig gut, kann man Aluminium mitschleifen. Die setzen sich nicht in dem Maße zu und funktionieren wirklich schon deutlich besser. Jetzt habe ich hier mal eine Sache. Das ist eine Spezialscheibe. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, machen wir jetzt hier live. Damit soll man richtig gut Aluminium, Kunststoff, also Plastik, Fiberglas, Kupfer, alles Mögliche soll man damit schleifen können. Überall, wo man eigentlich sonst Probleme hat, das alles mit dieser Zauberscheibe hier. Ich bin da ein bisschen sehr skeptisch und ist auf jeden Fall auch ein toller Anwendungsfall für einen Winkelschleifer. Ich werde das einfach mal rüsten. Das ganze Tor heißt die Scheibe, Tor Trimming Tool, Black Label. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Oder nehme ich lieber den Handschuh runter. Und dann probieren wir das Ganze mal aus, ob wir hiermit richtig schön Aluminium schleifen können. Wenn das funktioniert, ist das natürlich eine Scheibe, die sicherlich eine lange Standzeit hat. Muss er auch, da sie natürlich auch nicht ganz so günstig ist. Ich mache das mal an. Was ich hier bedenken hätte, wenn ich hier mit irgendwo reinkomme, verletze ich mir auch die Hand, mit einer Trennscheibe auch. Aber wenn du hier reinkommst, das möchte ich natürlich nicht sehen. Gut, ich werde da jetzt mal Aluminium mitschleifen. Ich mache mir das hier einfach so fest. So. Gut, da passiert nichts mehr.
Und Feuer frei. Bei so einem Winkelschleifer ist natürlich immer die Sache, das ist eigentlich immer für beide Hände gedacht. Und darum, wir wollen das hier auch ein bisschen vorbildlich gestalten. Nehmen wir natürlich immer den zweiten Griff. Das sind keine Einhandwinkelschleifer, die sind immer für beide Hände gedacht. Wenn man beide Hände am Winkelschleifer hat, hat das natürlich den Vorteil, ich habe keine Hand mehr frei, die hier reinkommen kann. Und wenn ich was fixieren will, dann nehme ich einen Schraubstock bzw. ich nehme ein Hilfsmittel. Das ist natürlich immer schön, wenn ich hier so einen Schweißtisch habe. Ich habe hier so eine kleine Aufhärtung. Ich will das mal probieren, da einfach mal vorsichtig. Also ich habe erstmal nur gezogen, ganz vorsichtig. Was macht man, wenn man ein Schleifmittel nicht einschätzen kann? Dann zieht man erstmal ganz vorsichtig. Hat natürlich richtig Kraft und schiebt das auch richtig weg hier. Schafft dann diese Schraubzwinge nicht mal das Ganze hier zu spannen. Aber man sieht natürlich hier vom Abrieb oder so, das ist natürlich gigantisch, ne? Also von den zwei, dreimal, die ich hier rübergegangen bin, vom Abrieb oder so, ist das hier gigantisch, ne? Das ist echt gigantisch. Das ist schon mal eine coole Sache. Das muss ich mal näher ausprobieren. Also sieht natürlich irre aus, ne? Sieht. Sieht natürlich irre aus. Vorteil ist natürlich, kann sich nicht zusetzen. Ich denke mal, wird bei so einem weichen Material eine extrem lange Standzeit haben. Ich denke mal, ich hätte nicht gedacht, dass das auf Anhieb so gut funktioniert. Mal gucken, was wir da noch alles mit so schleifen können. Das ist hier die Kiste von meinem Parkside-Rundschleifer. Die wollte ich sowieso nicht behalten von wegen. Jetzt will ich damit mal versuchen, Kunststoff zu schleifen. Was habe ich normal bei einem normalen Schleifmittel, egal Lamelle oder was ich auch benutze, wenn ich Kunststoff schleife, der Kunststoff wird warm und der Kunststoff verschmiert eigentlich nur. Hier habe ich auch diese Form der Reibung, nicht so dermaßen stark, denke ich mal. Und das müsste dann deutlich besser klappen. Also ich bin immer noch erstaunt, wie das eigentlich den Kunststoff hier wirklich mehr zerspannt hat als geschliffen. Also das ist wirklich eine irre Sache. Und muss man auf jeden Fall auch eine Schutzbrille wieder aufsetzen. Ich werde einfach mal versuchen, den Kunststoff zu schleifen. Ja, man hat auch einen gigantischen Abrieb. Vorteil ist wirklich auch hier, es wird hier nichts warm in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe demnächst mal ein Projekt, wo ich auch mal Kunststoff verarbeiten will und Kunststoff ist ja immer nur so ein Überbegriff, aber da ist halt auch das Problem. Nur man sieht hier, wenn man an der Wand guckt von wegen, da ist wirklich richtig ein guter Abrieb und das fliegt natürlich überall durch die Gegend. Das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil, aber zum Schleifen ist es richtig geil. So. Scheibe ist geil, aber was hier alles so durch die Gegend fliegt oder so, das ist natürlich nicht ganz so cool. Aber an sich finde ich das natürlich eine richtig coole Sache. Werde ich mir auf jeden Fall wegtun. Man hat hier so einen ganz leichten Abrieb vom Kunststoff. Aber ansonsten, hier ist nichts warm, hier ist nichts heiß geworden, hier ist nichts geschmolzen. Ich denke mal so für Kunststoff, Aluminium, Fiberglas würde ich damit auch mal ausprobieren. Habe ich jetzt nichts hier. Dafür ist das sicherlich eine richtig, richtig coole Variante zum Schleifen. Und ich denke mal, so eine Scheibe, das ist ja was, das nimmst du noch mit irgendwo, kannst du deinen Kindern noch vererben. Ne? Das ist immer so ein schönes Ende. Funktioniert das auch richtig, richtig genial. Das sind alles so Sachen, die man normal mit einem Winkelschleifer nicht macht, die man dabei auch problemlos mitmachen kann.
Und was ich natürlich als Fazit ziehen kann von diesem kleinen Video, ich habe hier eine tierische Schweinerei angerichtet und gerade das Kunststoffschleifen, das ist hier alles an der Wand gepfeffert, das kann ich jetzt erstmal alles abfegen, aber auf jeden Fall denke ich mal, war das eine interessante, spannende Sache. Mir hat der Nachmittag tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch Spaß gemacht und hat euch ein bisschen Inspiration gegeben. Dann freue ich mich natürlich immer tierisch über einen Daumen hoch. So. Bis dann, ich muss jetzt aufräumen. Viel Spaß beim Schweißen. Das ist ja eigentlich der Sinn dieses Kanals. Euer Manni.